Die Business-Fragen OG sendet Handelswaren im Wert von 2400 Euro inklusive Umsatzsteuer an den Lieferanten zurück. Die Rechnung wurde noch nicht bezahlt. Bilden Sie den Buchungssatz. Und auch hier wieder unsere vier Schritte zum richtigen Buchungssatz. Was brauchen wir in dem Fall? Also der ursprüngliche Buchungssatz, also die Lieferung der Handelswaren, wurde bereits hier schon gebucht. Das heißt, wir müssen jetzt nur mehr die Rücksendung, also so quasi eine Korrektur vornehmen. Und wenn wir uns vorstellen, wie der ursprüngliche Buchungssatz gelautet hat, so hat der ursprüngliche Buchungssatz gelautet: Handelswarenvorräte plus Vorsteuer an Lieferantenverbindlichkeiten. Und nachdem wir jetzt einen Teil dieser Handelswaren zurücksenden, müssen wir diesen Buchungssatz eigentlich nur mehr umdrehen. Das heißt, wir brauchen einerseits einmal wieder das Verbindlichkeitenkonto, das Vorsteuerkonto und das Handelswarenvorratskonto. Und die Verbindlichkeiten finden wir in der Passiva, deswegen eben auch ein Passivkonto, und die Vorräte, also die Handelswarenvorräte, finden wir wieder im Umlaufvermögen einer Bilanz, und dementsprechend handelt es sich hierbei um ein Aktivkonto. Und wenn wir uns dann im nächsten Schritt wieder überlegen, handelt es sich um eine Mehrung oder eine Minderung? Wenn wir Waren zurücksenden, dann werden dadurch automatisch auch unsere Schulden geringer, da wir diese ja nicht bezahlen müssen, die wir zurücksenden. Und deswegen haben wir eine Verminderung unserer Verbindlichkeiten. Genauso müssen wir dann dadurch auch weniger Vorsteuer bezahlen, und aus diesem Grund wird auch die Vorsteuer weniger, und wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe in unseren Videos, wird die Vorsteuer immer im Soll gebucht, außer es handelt sich um eine Korrektur. Und in diesem Fall handelt es sich um eine Korrektur einer zu hoch verbuchten Vorsteuer. Und dementsprechend haben wir hier so eine Situation, wo die Vorsteuer im Haben gebucht wird. Und nachdem die Verbindlichkeiten ein Passivkonto darstellen und es sich hier um eine Verminderung handelt, wird eben hier die Verbindlichkeiten im Soll bebucht, weil eine Verminderung eines Passivkontos eben immer im Soll gebucht wird. Und zu guter Letzt haben wir noch unsere Handelswarenvorräte, und diese Handelswarenvorräte nehmen ebenso ab, also unser Lager sozusagen wird weniger, und dementsprechend haben wir hier eine Minderung eines Aktivkontos, weshalb die Verbuchung im Haben erfolgt. Und somit können wir auch schon wieder zur Berechnung übergehen, und in diesem Fall haben wir in diesen 2400 Euro die Umsatzsteuer schon inkludiert, weil hier in der Angabe eben inklusive Umsatzsteuer steht. Und dementsprechend müssen wir die 2400, was ja 120% in Österreich bzw. 119% in Deutschland darstellen, runterrechnen auf die 100%. Und das machen wir, indem wir die 2400, also den Bruttobetrag, durch 120 bzw. 119 mal 100 rechnen, und somit kommen wir auf 2000 in Österreich bzw. 2016,81 in Deutschland als Nettobetrag. Und wenn wir dann den Nettobetrag wieder vom Bruttobetrag abziehen, so kommen wir auf die Korrektur unserer Steuer, also in Österreich 400 bzw. in Deutschland 383,19. Und dementsprechend lautet dann der Buchungssatz: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 2400 an Vorsteuer mit 400 und an Handelswarenvorräte mit 2000 Euro. Jetzt am Beispiel Österreich. Und auch hier habe ich Ihnen wieder die Darstellung in den T-Konten vorbereitet. Im Soll haben wir die 2400 verbucht bei den Verbindlichkeiten, bei der Vorsteuer haben wir 400 gebucht und im Haben, und bei den Handelswarenvorräten haben wir 2000 im Haben verbucht.
Und auch hier sehen wir wieder im Haben 2400 und im Sollte 2400, weshalb wir hier eben wieder eine Summengleichheit Soll und Haben haben.